Einen schönen Samstag und willkommen zum Flashback. Die Stadt Wien hat 15.500 Frauen befragt und wollte wissen, was ihre größten Anliegen sind. In der Josefstadt hat das renovierte Pfeilheim mit einem Fest seine Türen geöffnet und in Penzing wurde auf ehemaligen Kasernengelände ein Park errichtet. Rund 15.500 Mädchen und Frauen beteiligten sich an der Frauenbefragung der Stadt Wien. Ziel der Befragung war es, die Lebenssituation der Wienerinnen rund 2 Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie zu erfassen. Für Frauenstadträtin Katrin Gahl fällt mit den Ergebnissen der Startschuss für Maßnahmen, die die Stadt Wien in den kommenden Monaten und Jahren umsetzen will. Aber was wir als Ergebnis vor allem auch mitnehmen, nämlich nicht nur Ihre Wünsche und Anliegen formuliert haben, sondern große Solidarität herrscht. Sie haben viel über Frauen auch gesprochen, über deren Interessen, also wo keine unmittelbare Betroffenheit war. Und das zeichnet uns Wienerinnen aus und das ist ein schönes Bild. Diese Woche feierte eine echte Josef-Stetter-Institution ihr Comeback. Das Studentenheim in der Pfeilgasse 3a wurde nach 2-jähriger Schließung wieder eröffnet. Nach der umfassenden Renovierung erstrahlt es nun in neuem Glanz. Wir haben das Pfeilheim general saniert, also 400 Plätze wurden gänzlich neu gestaltet, Innenleben neu gestaltet, plus 50 Plätze dazu. Also wir haben 450 Studentenheimplätze in Wien. Das Pfeilheim ist das größte und wichtigste Haus in Wien, in Österreich und ist einfach die Mutter aller Studentenheime. Am Nationalfeiertag fand die traditionelle Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres statt. 720.000 Besucherinnen und Besucher wurden am Heldenplatz, am Hof und beim Burgtheater gezählt. Das Motto in diesem Jahr: Mission vorwärts. Von 4. bis 26. November haben die Lachmuskeln einiges zu tun. Das Theater Center Forum bringt das Stück Die Perle Anna auf die Bühne. Wir haben Darsteller Hubert Wolf, den man vor allem als Papa Putz kennt, vorab getroffen. Sie haben sie beide so kleine Geschichten angefangen und dann haben sie die glorreiche Idee, dass sie alle wegfahren, die Wohnung verlassen, zumindest nehmen sie das alle an, samt der Perle Anna, das Dienstmädchen. Nur am Schluss fährt keiner weg, sondern die jeweiligen Ehepartner holen sich die Geliebten ins Haus und das Dienstmädchen ist auch noch zu Hause und da wird es natürlich dann turbulent. In Penzing bietet ein neuer Park auf 1,5 Hektar ab sofort Platz zum Spielen, Lesen und Ausruhen. Das Areal mit Altbaumbestand war zuvor nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Jetzt hat der Park nicht nur seine Pforten geöffnet, sondern gleich auch einen besonderen Namen bekommen. Der Jutta-Steier-Park erinnert an die erste Frau an der Spitze des Bezirks. Das war vorher kein Park, das war mit einer Mauer rundherum, hat zum Bundesjahrgelände gehört. Ja, hier haben wir einen 15.000 Quadratmeter großen Park mit Altbaumbestand, Kinderspielplatz, Jugendspielplatz, also Erholung pur. Noch ist vom Winter nicht viel zu spüren. Dennoch ist Wien für die kalten Monate gerüstet. Ab 2. November öffnen die Notquartiere wieder ihre Türen für obdachlose Menschen. Heuer stehen 1.000 zusätzliche Plätze zur Verfügung. Und neben all diesen Hard Facts ist es natürlich auch so, dass unser Personal immer ein offenes Ohr hat und sich den Bedürfnissen der Personen annimmt. Von kostenlosen Menstruationsprodukten über Papamonat bis Einkommensschere. Wir haben die Frauenbefragung zum Anlass genommen, um bei den Wienerinnen nachzufragen, ob sie sich gegenüber Männern gleichgestellt fühlen und wo die Stadt noch Nachholbedarf hat. Es ist das größte Problem, das ich sehe, ist, dass die Väterkarenz oder dieser Papamonat einfach nicht attraktiv genug ist. Und dass ich jetzt als Schwangere auch von vielen werdenden Vätern oder Paaren schon gehört habe, dass die den gar nicht in Anspruch nehmen wollen, weil einfach der Urlaub sich finanziell mehr rentiert. Und bin, wie gesagt, emanzipiert von Geburt an. Fände es nur wichtig, die Gleichstellung nicht aufs Gendern zu verlegen, weil das ist eigentlich ziemlich wurscht, ob wer Gästin sagt, das ist nur blöd, sondern zu schauen, dass es die Frauen sich nicht alles gefallen lassen. Kommt es so vor, als würdest du da einen Nachteil haben als Frau? Ja, eigentlich nur in die Berufe und ja, dass das vielleicht einfach da nur ein bisschen unfair ist, aber eigentlich nicht. Am 4. November lädt das WUK wieder zur Silent Disco. 2 Kanäle stehen für eure Musik am Dancefloor zur Verfügung. Einlass ist ab 23 Uhr. Tickets gibt es um 14 Euro an der Abendkasse. Diese und viele weitere Geschichten aus Wien und den 23 Bezirken liest du auf meinbezirk.at/Wien. Wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe von Flashback, wenn es wieder heißt Wien in 5 Minuten.
Schönes Wochenende.